So, das ist dann der Pilzabstrich. Oh ja, da mache ich gleich noch einen Schnitt. Ekelhaft. Ja, ekelhaft. Ja, ist es ja auch. So ist es gedacht. Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder eine Tucke aufs Boot und ja, wir spielen hier mal wieder Minecraft Aquarian Skies, also known as Skysolated. Und ja, der Kinsey ist auch noch dabei. Ja, moin. Moin, moin. Wie geht's, wie steht's? Vielleicht würde es dich freuen zu hören, eine der Ender-Lizards ist auf 14%. What? Was? Boing, boing. Erde. Warum ging das so flott? Welche denn? Ach, die. Ich weiß es nicht. Mob Drops eigentlich. Ein Mob Drops. Oh. Alter, irgendwas stimmt hier absolut nicht mit meiner Steuerung. Meine Maus ist so sensitiv eingestellt. Geh mal pennen, wenn du drin bist. Ich brauche mal schnell was weg. Oder ach ja, wir haben auch noch das Problem mit den Spawns. Hä? Liegt was rum? Ich geh pennen. Komm. Ein Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen? Glühwürmchen. Ach, das ist aus Tomcraft. Glühwürmchen. Sei vorsichtig mit den Dingern. Ja, die können angreifen, die können Blitze schießen oder sowas, kann das sein? Ja, brauchst einen Bogen für. Ach, hast du schon platt gemacht, sehr gut. Nee, das fliegt wieder weg. Oh, ja, ich war doch. Wieso ist denn noch. War ich nicht gerade Pen? Keine Lust. Bad gedrückt, glaube ich. Sind noch weitere Leute auf dem Server? Nope. Jetzt hat's geklappt. Dann hab ich eine extrem lange Leitung heute, wa? Ich muss gleich mal testweise einen Block abbauen, ja. Läuft. Komisch. So, hier habe ich jetzt schon Fackeln hingesetzt. Sehr gut. Auch wenn ich schon mal hier hinten bin und Erde dabei habe. Au. Ja, was ist? Hat er dir auf den Dödel gehauen oder was? Nee, hier laufen immer noch Monster rum. Ach nee, auf den Dödel laufe ich ja gerade rum. Du Dödel. Au, oh, wer ballert denn da? Oh nein, das ist dieses fliegende Mistvieh. Verdammt, es greift mich an. Warum greift mich das jetzt an? Weiß keinen nicht. Bogen. Aber warn mich mal, wenn es in meine Richtung kommt, ich bin am Rande. Ja genau, da habe ich jetzt auch Augen für. Ja, komm. Schaffst du schon. Ich hatte doch irgendwo einen Bogen. Wo ist dieser Bogen? Ach Quatsch, das ist gar nicht meine Kiste. Da ist der Bogen. Da ist die Erde weggefallen. Die kostbare Erde. Kotzbar? Ja, kotzbar. So, ich versuche jetzt mal dieses Mistvieh hier zu hunten. Und ich glaube, da ist Erde. Ich brauche gleich noch ein bisschen Grassamen, wenn ich hier mal fertig werde. Und dieses Vieh kann man mit dem Bogen erwischen? Ja, es ist nur nicht sehr einfach. Okay. Ich weiß nicht, wenn du Wing Commander gespielt hast, ist das vielleicht ein Begriff, Zielführung. Der ist ja immer noch da. Hast du ihn erwischt? Oh, sehr gut. Ich habe ihn platzen sehen. Hab durch die Sugarcanes geballert. Droppt der auch irgendwas Gescheites? Ja, ich weiß nur nicht was. Ey, was war das? Bist du runtergefallen? Ja, ich bin da runtergesprungen. Und was hat er gedroppt? Lass mich gucken. Eine Ethereal Essence. Was war das denn gleich nochmal? Eine Essence. Ich weiß gerade gar nicht, wofür man die braucht. Wahrscheinlich für Soundcraft, ja. Jupp. Wenn es ein Bob aus Soundcraft ist, dann ist das relativ wahrscheinlich. Was wollte ich jetzt Erde? Also da hinten ist alles ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, wollen wir noch was an der Mobfarm drehen, damit wir, hier, sag schon, Enderperlen bekommen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Meinst du nicht? Oh, hallo Schleimi.
Grassamen. Ein Grassamen ist da drin. Sehr gut. Oh, die Kiste ist voll. Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Die Dingskiste ist voll. Willst du die Eier begrasen oder was machst du? Ja. Okay. Dann werden da bestimmt auch bald nochmal schöne viele Tiere spawnen. Brauche ich jetzt den Grashalm da und meine Gießkanne ist da. Alles klar, der Sledgehammer kann da hin. So, dann wollen wir ja mal die Eier grün machen. Jetzt ist schon wieder mein Inventar voll. Oh Mann. So, wenn wir wollen, können wir da hinten unseren grünen Bereich auch wegmachen, weil hier ist jetzt genügend grün. Definitiv. Oh, Erdbeeren. Ja, wir können ja mal schauen, ob wir den irgendwie bebauen. Cranberries. Ja. Ich habe Cranberries gefunden. Cranberries. Kannst du jetzt einen Kran aufstellen? Oh, schön. Ich möchte Bagger fangen. Dir gleich Bagger. Oder Kranfahren halt. Ja, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich das hier komplett begrünt habe. Ja. Hm. Oh, gelbe Blumen. Oh, ja, da habe ich drauf uriniert. Du hast auf die Eier gepinkelt. Oh ja. Du hast dir selbst auf die Eier gepinkelt. Oh ja. Ah. Das passiert halt im Alter. Er ist nicht mehr so leicht mit dem Ziel. Ja, wenn die mal bis Unterkante hängen, dann passiert es halt. Also das Getränk habe ich heute im Kühlschrank gelassen. Ne? Ich glaube nämlich nicht daran, dass wir es schaffen. Na, jetzt spoiler doch nicht. Ja, wieso? Kann sich jetzt keiner was drunter vorstellen. Doch. Na. Doch. Meinst du? Oder können noch Mobs spawnen? Wir haben ja sowieso schon gespoilert. Die wissen doch, was bald ansteht. Die Leute da draußen. Na? Oder wisst ihr es nicht? Ich glaube schon. Die sind ja nicht doof. Die Zuschauer von Schneckbar und Brainiac, die sind vielleicht doof, keine Ahnung. Aber unsere Zuschauer doch nicht. Spaß. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Weißt du, was ein riesen Nachteil an diesen Dynamic Likes, Dynamic Lights Mod ist? Hä? Dass, wenn man Pech hat, also wenn du gerade eine Fackel in der Hand hast, quasi, ja, dann funktioniert das gar nicht richtig mit diesem F7. Weil, wenn du dich dann näherst, wird es heller. Ja, gut, dann packst du die Fackel halt weg. Ja, aber das ist blöd, weil du bist ja die ganze Zeit Fackeln am Setzen. Klar, ja, es stimmt, geht, aber es ist halt irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Ja, wir haben einen Bananenbaum. Oh ja, geil, leck mir die Banane. Vor allen Dingen der Bananenbaum ist auf dem linken Ei. Alles andere hätte mich jetzt auch stark verwundert bei dir. Seit wann kann man Rosen gießen? Ach so, das sind Pflanzen. Rosen sind rot und riechen nach Kot, oder so. Ich mache jetzt hier mal alles schön sauber. Letztes in der Folge sicher. Hast du ja auch Code gefunden. Ja, ich habe gesehen, du hast die Folge danach benannt. Ja, das war zu witzig. Wir haben Bambus. Oder was ist das? Bambus! Bambu steht da. Warte mal, was ist ein Bambu? Wild Bamboo Shot. Oder Shoot. Pam's Harvest Crafter. Das würde mich ja mal interessieren. Hier ist ein Pilz gewachsen. Auf dem linken Ei. Damit will ich mal zum Arzt gehen. Wild Rhubarb. Was auch immer das ist. Ein was? Ein Wild Rhubarb? Eine Grapefruit. Ja, warte, ich lese nochmal. Wild Rhubarb. 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 Ach, ich würde sagen, ich lasse das alles einfach mal ein bisschen wachsen hier. Noch ein Pilz, das ist schön. Ich wollte eigentlich auch noch ein Zäunchen drum machen. Ja, das mache ich auch. Oh, der Keller ist ja richtig ausgeleuchtet. Sehr gut. Unsere Mobfarm ist jetzt ja groß genug, nehme ich an, ne? Keine Ahnung, ich denke schon. Ich glaube, um 3 Felder in jede Richtung, außer in der Richtung, wo das Tor ist hier. Jetzt nochmal, oder? Nee, in der letzten Folge. Das ist ein Spinnenauge, oder?
Spider-Eye, Spider-Eye. Ja, Spider-Eye. Spider-Eye. Das ist ja eine Schweinerei, diese Spider-Eye. So, okay. Sieht hier jetzt eigentlich mal alles relativ safe aus. Müsste nur noch irgendwie hinbekommen. Guck mal, ich habe Spider-Eye dabei. Das war ein Lag. Ey, ach, hau mich doch nicht so nah am Rand. Ach so. Alter. Oh, ich muss mal Musik anmachen. Also ich bin schon geneigt. Na gut, lassen wir das. Ah, da bringst du mich auf eine gute Idee. Ey. Mach keinen Scheiß, Freundchen. Versuch mal nochmal, ob ich ein bisschen Sulfur bekomme. Haben wir eigentlich neue Fische? Flux-infused Sigil brauche ich nicht. Da ist schon wieder Kot gekommen. Oh, wir können Kot züchten. Ah, wir können Kot züchten. Ekelhaft. Schön. Nee, nicht Induction Smelter. Oder? Da können wir ja bald unsere Methangasfarm bauen, oder? Nein, ich muss doch an den Pulverizer, ich Idiot. Wo habe ich denn? Habe ich es doch weggepackt? Nee, doch. Hä? Was? Na? Verdammt. Nicht so wichtig. Ich gehe direkt raus. Nicht so wichtig. Ah, Dreckkiste. Kommt kein Sulfur raus. Ich könnte kurz. Weg. Limestone. Gut. Cobblestone. Ich habe doch letztes Mal Erde gesiebt. Was kam denn da? Ach so, ich muss ja auch noch die Kiste leeren. Ja. Was ist das denn eigentlich hier? Das ist die Übergangskiste hier, oder was? Hm. Also das Bone Meal kann mal raus. Der Quarz. Mensch braucht so viel Quarz. Quarz. Doch, klar. Nur noch nicht jetzt. Meinst du, dass wir so viel brauchen? Ja. Wir haben, glaube ich, 20 Stacks oder so. Ja, und? Ist doch super. Ah, okay. Die Torch. Daraus können wir später Nether-Stars machen. Nether-Stars? Ja. Oh, wir haben Gastränen. Wo haben wir die denn her? Die haben wir gesiebt. Wo kommen die denn raus? Warte mal, da drücke ich mal U. Wahrscheinlich aus Soul Sand. Logischerweise. Oh, könnte ich auch mal. Man kann sich die auch brauen. Aus Mundan Potion und Water Bottle. Was auch immer. Ja, oder man siebt einfach Soul Sand. Oder Potion of Regeneration. Soul oder man siebt einfach Soul Sand. Das steht hier nur nicht dabei. Nee, Quatsch, da muss ich R drücken, um das zu sehen, ne? Ja. Oder Bienen. Können einem das auch besorgen. Ja, Soul Sand. Bienen können einem ungefähr alles besorgen. Bienen sind ultra krass. Ultra super. Können die einem auch Enderperlen besorgen? Ja. Oh, du brauchst nur die richtigen Bienen. Ja, die sind wahrscheinlich sehr schwer zu bekommen. Ja, aber wir brauchen ja gar nicht so viele. Ich gucke jetzt mal im Questbook, wie das hier war. Mit den Learning to Skype. Oh, one quest with unclaimed reward. Ach ja, die Zombie-Quest wieder. Ich habe mal das Knochenmehl in die Samenkiste gepackt. Ich finde, es passt. Naja, mach du. Ja. Was ist eigentlich hier drin? Ach ja, da ist ja unser. Warum habe ich einen Flint? Hast du einen Flint mir übergeschmissen? Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht, war ich nicht. Ich glaube schon. So, wir brauchen dafür auf jeden Fall Creepy Doll. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir die reinschmeißen? Green Glow Mushroom? Glow Shroom heißen die. Ja, keine Ahnung, was man da. Blue Glow Shroom? Pflanzen? Die pflanze ich direkt. Ja. Dann haben wir noch Ancient Spores. Was haben wir damit nochmal? Was wollten wir damit nochmal machen? Das war, das war Dings. Der Flint kommt von der Insel runter. Ein Stack Flint lasse ich drin. Dann haben wir jede Menge Gunpowder. Könnte ich ja mal mit einer Kiste und einem Hopper in den Dispenser packen. Und das in unsere Mob-Farm stellen. Da steht's doch. Stone. Ja, Stone können weg. Obwohl, ich habe eine Idee, was ich mit dem Stone mache. Ach, der ist im Keller, ne? Na, wo ist er denn? Nee, da steht's nicht. Ah, doch. While placing a creepy doll in a barrel of witch water will summon an Enderman. Okay. Mhm. Witch water. Brauche ich witch water? Soll ich, ja? Was? Soll ich, ja? Was denn? Hammer auf dem Kopf? Nein. Geh weg. Wie viel zieht ihr das ab?
Machen wir nochmal. Gar nichts. Gar nichts. Na dann. Na doch, jetzt, wenn du mehrmals machst, ein halbes Herz. So. Ah, du wirst mich mit Dreck. Ja, oder mit Stein. Ja. Ich werf mit Steinen auf dich. Ah, klar. Ja, mach mal den Stein. Prallen die auch irgendwo von ab? Ne, die gehen kaputt. Haben wir eigentlich zufälligerweise noch diese, wie hießen die denn nochmal, Exotic? Wir haben noch einen, ja. Ancient Spore gewesen. Ancient Spore haben wir zwei, ja. Okay. Hab ich gerade geguckt. Ich schmeiß mal gerade die Steine weg. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall mal aufräumen. Mal die Mushrooms so. Was ist das für ein Geräusch? Genau. Ist hier eine Milbe irgendwo? Ah ja, ist, vor mir. Mach sie kaputt. Ja, dann geh vielleicht mal weg von mir. Hey, die hat ein Boot verloren. Oh, und ich. Die hat einen Wither-Effekt. Wo kam das Vieh da jetzt her? Ich hab keine Ahnung. Äußerst merkwürdig. Ich war echt unproduktiv heute. Ja, ich auch. Ich bin eigentlich nur blöd in der Gegend rumgerannt, hab eine Grasfläche gemacht. Das war's eigentlich. Ja, immerhin. Besser als nix. Das stimmt. Wo kann ich denn die Mushrooms setzen? Kann ich die auch auf normalem? Nein. Kann ich die auf einem Feld setzen? Auch nicht. Muss das denn Mycelium irgendwas sein? Ja, muss Mycelium sein. Ah, okay. Dann kann ich grüne Mushrooms setzen. Dann hole ich mir mal ein bisschen Mycelium. Ja, aber lass mir noch eins da. Ich brauche nämlich eins für den Enderman. Spawner. Ach, echt? Ja. Funktioniert. Hast du geguckt? Weiß ich nicht. Sehr gut. Aber es steht mal so im Questbook. Warte mal, wie viel wir haben. Ich brauche nur eins. Wir haben 15. Ich nehme mir die 15. Was? Mycelium? Mhm. Aus dem Sludge-Boiler. Ach, da gibt's komplette Blöcke? Mhm. Das ist natürlich noch besser. Nehme ich mir da nämlich auch ein. Ja, ich gebe dir. Ich habe nämlich alle rausgenommen. So, wo mache ich denn so ein kleines... Hier sollte das aber nicht hin. Na toll, wenn man das wieder abhaut, hat man Dirt. Hast du noch einen? Ja. Oh, noch genügend. Wo bist du? Ja, ja, ja. Ich schmeiß es dir in den Rücken. Okay. Jetzt hast, ja, danke für den Dirt. Dirte. So, okay. Dann mache ich das am besten auch unten in den Keller, oder? Ich habe ja, die Hoffnung, dass da... dieser Enderman eventuell mit Glück dann nicht rauskommt. Noch's mal. Nur das ausprobieren. Gut. Ah, das mache ich dann anders. Jetzt kann ich es nicht mehr abbauen. Scheiße. Dann lasse ich ihn da. Muss ich nochmal kurz nachlesen. Wo war das denn jetzt? Da? Nee, da war das. Okay, einfach nur ein Barrel. Ein ganz stinknormales Barrel brauche ich. Sag mal, wachsen Pilze, wenn man sie gießt? Oh, ja, ich glaube schon. Aber denk dran, die werden wieder groß. Ja, klar. Und das ist nicht so gut, weil dann spawnen da wieder Gegner drauf. Ich mach Licht. Auf dem Pilz. Oh, wir können uns Mycelium züchten. Ach ja, klar, das ist ja auch ein Pflanzengeflecht. Das wächst genau wie Gras. Ja. Ah, wie praktisch. Ja, dann züchte ich mal ein... Ich mache hier ein Pilzfeld. Ja, mach du Pilz. Das linke Ei ist infiziert. Wir haben doch schon Pilze. Das rechte Ei, meine ich. Mach nicht das ganze Feld voll mit Pilzen. Wir brauchen nicht so viele Pilze. Ey, weißt du, wie viele Früchte wir noch haben? Das müssen wir auch noch irgendwo unterbekommen. Okay. Hast du noch meinen Eimer? Zufällig? Ich habe 4 Eimer. Kann ja sein, dass deiner dabei ist. Dann muss ich hier eine Trennung reinbringen. Da muss ich dann Kabelstone. Du musst mir jetzt erstmal den Eimer zurückgeben. Ja, dann komm mal her. Komm mal her, mein Kleiner. Na los. Ist hier alles richtig ausgeleuchtet, ja? Traurig. Ja, natürlich. Was denkst du denn von mir? Ein Bouquet. Komm her, du Pilz. So, ich werde jetzt versuchen, einen Enderman zu beschwören. Yes. Tschüss, Erde. Obwohl, wir sind schon bei 20 Minuten.
Na, no, glaub, das mache ich dann erst nächste Folge. Echt jetzt? Das ist aber doof. Das ist ja mal doof. Da bin ich echt klein? Ja, ich bin am klein sein. Einstein, Einstein. Wohin? Alles klar. So, Erde, Erde, Erde. Na, ist es fertig? Nein. Haben wir so einen Streifen Pilze? Ein Streifen? Interessant. Ein Abstrich Pilze, ja. Aus dem All. So, das ist dann der Pilzabstrich. Oh ja, da mache ich gleich noch einen Schnitt. Ekelhaft. Ja, ekelhaft. Ja, ist es ja auch. So ist es gedacht. Wo ist meine Gießkanne? Verdammt, da. Ach, da ist ja auch mein Scheißschwert. Bitte? Ja, es ist ein Sword of Splintering. Das habe ich irgendwann. Ein Sword vor allen Dingen. Ein Sword of Splintering. Ein Sword of Pinkeling. Ja, das mache ich hier gerade. Ich gieße gerade. Das ist beim Reward Pack rausgekommen, glaube ich. Ich brauche mehr Erde. Da setze ich den blauen Pilz nochmal dahin. Im Abstand von so viel. Oh Mann. Wir können ja dann Pilze verticken. Ja, Mann. Ja, ja, Mann. Hey, psst, hey, psst, hey. Mücke. Ah, erwischt. Scheißvieh. Voll auf die Tastatur gekloppt. Willst du tote Mücke kaufen? Nee, ist okay, danke. Oh, was hast du mit dem Schleimbaum gemacht? Ja, weg. Okay. Das finde ich sowieso viel besser so. Ja, der wird ja wieder angepflanzt. Ja, was hast du denn hier gemacht? Warum setzt du denn Zombie-Köpfe dahin? Mir war danach. Dann geht man aber automatisch hoch hier, ist wie eine Treppe. Mach doch lieber vorne am Haus eine Zombie-Kopftreppe. Nee. Okay. Oder ist ein Zombie-Kopf wie eine Treppe? Ja, wie Kopf. Ein Slab. Ich wollte um den Blutaltar hier wollte ich eine Slime-Umrundung machen. Warum das denn? Genau, mir war danach. Hat ein Ei aufgesammelt? Ach ne, hat ein Ei gelegt. Drei Stacks. Habe ich irgendwas extrem Wertvolles dabei? Nö. Lutsch. Oh. Ja, es leckt. Mir Eier, an Eier, den Eier, Eier. Füßen. Eier, Eier, Eier. Eier, Eier, Eier. Quarz, Quarz, Quarz. Quarz aus dem Harz. Ach, da ist die Tür. Was? Richtig, da ist die Tür. Kannst du denn bitte gehen? So, okay. Beziehungsweise ich mache jetzt die Abmod. Ich gehe dafür ins Haus. So, Freunde der Nacht, Zuschauer schön. Und Zuschauerinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch da oder schreibt uns irgendwas Nettes in die Kommentare. Und ansonsten. Oder was nicht so nett ist. Bis morgen. Macht's jo. Gut. Ciao. Tschüss. Ich lass laufen. Ja, warte mal gerade. Ich habe hier irgendwie immer noch. Soll ich stoppen? Brauchst du länger? Keine Ahnung, woran das hier liegt. Ich mach mal Stopp.